Folge 3161, Staffel 17, Folge 161. Amelie ist nach Dorbens plötzlichem Tod völlig aus der Bahn geworfen. Aber sie kann ihre Trauer kaum zeigen und zwingt sich sogar zur Arbeit, um nicht den Halt zu verlieren. Von Tina lässt sie sich dennoch überreden, ins Rosenjaus zu kommen, um Dorbens Sohn Theo kennenzulernen. Doch anstatt an den Erinnerungen an Dorben teilhaben zu können, fühlt Amelie sich mehr und mehr angegriffen. Aufgewühlt glaubt sie, dass man ihr die Schuld an Dorbens Tod gibt. Als Astrid von Dorbens Tod erfährt, sagt sie das geplante Spargelessen im Rosenjaus sofort ab und lädt die Trauernden ein, sich bei ihr zusammenzufinden. David zögert, als Gunther ihm vorschlägt, die Vaterschaft offiziell eintragen zu lassen. Er fürchtet, dass Gunther zu viele Erwartungen an ihn als Sohn stellen könnte. Das von Anton zur Stärkung verordnete Melbaffet gibt Freddy vorsichtshalber den Schweinen. Als Schwein Gertrude daraufhin krank wird, zweifelt Bier, ob Gertrudes Appetitlosigkeit nicht doch eher von ihrer Trauer um Dorben herrührt. Folge 3162, Staffel 17, Folge 162. Theo und Amelie haben Dorben geliebt, jeder auf seine Art. Trotzdem finden sie keinen Zugang zueinander. Während Amelie ihre Gefühle nicht rauslassen kann, zeigt Theo offen seine Trauer. Die Auseinandersetzung eskaliert, als Amelie ohne Absprache ein Grab für Dorben auswählt und Theo ihr aufgebracht verbietet, auf der Beerdigung zu erscheinen. Carla ist erleichtert, als Gregor ihr aus den USA zurückkehrt, um sie über den Verlust von Dorben hinweg zu trösten. Dabei verschweigt er Carla allerdings, dass er mit seiner Entwicklung eines Krebsfrühtests finanziell Schiffbruch erlitten hat und pleite ist. Nun wird er auf amerikanische Geschäftsleute aufmerksam, die in Lüneburg-Frecken Geschäfte planen. Astrid muss bei Bruno um Verständnis für Henning werben, der sich aus extremer Finanznot händeringend um Käufe für die Teilungsversteigerung des Hofes bemüht. Bruno fürchtet die Zerstörung seines Lebenswerkes und gibt sich unversöhnlich. Freddy reagiert ungehalten auf Bias und Antons Versuch, Dorbens Tod durch die Flucht in Albernheit zu verarbeiten.